Herzlich willkommen zurück, liebe Zuschauerschaft und Burgbesatzung bei Gone Rogue in der ersten größeren Mission von Jack, nämlich hier dem Diebstahl im Schlachthofviertel. Hier sind einige Bewohner in ja, so einer Art Arbeiterwohnheimen und die auch hier beim Schlachthof arbeiten. Es gibt ein paar Wärter, aber es ist alles relativ zu unseren Gunsten hier. Einige sind wohl weg heute Abend und hier drüben liegt ein gelber Umschlag, den will ich mir natürlich mal anschauen. Der Umschlag hat es geschafft, nass zu werden und auseinanderzufallen, sodass es nicht schwierig ist, den Inhalt zu lesen. Camilla Lorty, Haus Nummer 23, Verdacht auf Lagerung von Fremdwährung. Derek Winsley, Haus Nummer 8, er hat sich in einer Bar betrunken und sich obszöner Ausdrücke bedient und damit eine unverzeihliche Beleidigung für die Mitglieder des obersten Ausschusses verursacht. Tom Corne, Haus Nummer 13, Square 7. Die Fenster seiner Wohnung blicken auf die Käsefabrik. Die potenzielle Möglichkeit, ein strategisch wichtiges Objekt zu fotografieren. Mit freundlichen Grüßen, Felicia G. Na, wird hier wohl von Bewohnern auf andere Bewohner spioniert? Ich könnte es mir ja vorstellen, das wäre ja so ein bisschen, ja, man würde jetzt sagen, wie bei der Verwandte Aufgaben, gelber Umschlag. Ja, der ist hier einfach nur. Der ist einfach nur hier mit reingekommen ins Tagebuch. Ich dachte, das wäre jetzt hier ein Teil der Aufgabe, aber. Ein paar Häuser ausrauben. Ja, da sind wir bei. Wir hatten schon gesehen, hier gibt es ein Fenster und wir hatten keine Person direkt im Gang gesehen. Das heißt, wir können über dieses offene Fenster, die anderen sind nämlich verschlossen, können wir direkt hier einsteigen. Da brauchen wir gar nicht laut sein oder so. Ist einfach unverschlossen. Oh nein. Oh Gott. Jetzt muss ich mal kurz gucken. Der ist gerade aufgestanden. Das war richtig knapp. Oh Mann, das hätte richtig schief gehen können. Gut, hier, das ist verbarrikadiert. Da kommt man erstmal gar nicht rein. Lass uns doch erstmal in diesen Nebenraum gehen, in der Hoffnung, dass wir hier erstmal in Sicherheit sind. So. Hier drüben ist noch was. Ein Wodka, den nehme ich mal mit. Die Frage ist jetzt natürlich, kommt der hier irgendwann wieder hoch? Ja, ich glaube, hier unten macht er sich gerade bereit. Ich hoffe, er dringt jetzt nicht genau in unseren Raum hier ein, sondern geht wieder brav zurück in sein Bettchen, wo er hingehört, der Bürger. Hoffen wir mal, dass der nicht allzu häufig hier rauswandert, dass er einen unruhigen Schlaf hat. Mal sehen. So, wir haben eine Zeitung hier. Den Weekly Herald. Jemand hat die wichtigsten Punkte des Leiters des Ausschusses für Moral mit der Hand unterstrichen. Lassen Sie sich nicht provozieren. Ein friedliches Ende der Konfrontation ist unmöglich. Wir sind Zeugen einer raschen Bewegung hin zu Wohlstand und Frieden, wo Staat und Kirche im Kampf für unsere moralische Sicherheit vereint sind. Wir dürfen nicht zulassen, dass der Geist einzelner Individuen zersetzt wird. Andernfalls wird dies zum raschen Verfall des gesamten Staates führen und unsere Kinder werden die Erde abnagen müssen, um zu überleben. Das ist eine ganz linientreue Geschichte hier. Da drüben ist noch ein verriegeltes Schloss. Und hier könnte man mal in den Ofen schauen, da ist aber nichts drin. Was haben wir hier? Ein Hut. Den können wir mitnehmen. Denk mal, das ist... Okay, eine Kerze, die gelöscht wurde. Die wollen wir nicht anmachen. Stiefel, die relativ wertvoll sind, ja. Bin mir nicht sicher, was das F auf dem Handsymbol bedeutet. Na, also der wird hin und wieder mal... Ja, aufstehen, so wie jetzt. Also alle, weiß ich nicht, 2 Minuten oder so. Anderthalb wird er aufstehen. Ich werde mal versuchen, hier mit dem Dietrich... Und nicht mit der Brechstange hier das aufzubrechen. Und wir hier möglichst leise bleiben. Das
ist nämlich nicht so laut und nicht so weit hörbar. Ich hoffe, wir haben genug Dietriche dabei für alle Gebäude, in die wir einbrechen können. So, hier kann man reingucken. Muss man auch aufschließen. Dammit. Drüben liegen Konserven rum. Zweimal Lebensmittelmarken. Okay, das ist okay. Ansonsten haben wir hier, glaube ich, nichts. Die Kerze ist ja schon gelöscht worden. Er kommt wieder hoch. Ah, eine Öllampe kann man löschen hier. Das machen wir mal. Bloß kein unnötiges Licht. So, während er hier oben... Ach, hier können wir ja gar nicht durch, ne? Die Tür lässt sich nicht öffnen. Wir müssten also hier über das verschlossene Fenster rein. Das würde Lärm machen. Wisst ihr was? Dann gehen wir mal hier raus. Und versuchen einzubrechen, wenn er unten ist. Gucken erstmal hier rein, dass wir dann sehen, ja, hier hat sich jemand erhängt. Aber ich glaube, das geht sogar mit der Lautstärke. Das könnten wir sogar aufbrechen hier. Das kann er nicht mitbekommen hier drüben. Solange er sich nicht bewegt. Wir achten mal drauf. Okay. Einstieg bitte. Einmal bitte rein. Jetzt haben wir hier ein Stück Papier. Fragmentarische Einträge aus einem persönlichen Tagebuch. Ich denke, das Beste, was man in dieser Situation tun kann, ist Selbstmord zu begehen, bevor man gefesselt wird. Diese endlosen Tage der Folter sind es nicht wert, sie zu ertragen. Sind diese Quälereien also in Zukunft notwendig, wenn sie nichts ändern? Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Das ist ziemlich dunkel, also... Kleiderschrank schauen wir uns an. Vielleicht ist hier was Nützliches. Ja, ein bisschen Geld war hier verstaut worden von der Person offensichtlich. Hier drüben das Bier haben wir liegen gelassen. Das ist aber nicht so schlimm. Hier werden wir sicherlich den nächsten Dietrich benutzen, um hier ein Schloss aufzusperren. Gut anfühlen tut sich das nicht, aber schauen wir mal. So, wir haben nochmal 3 Lebensmittelmarken. Und dann werden wir hier wieder aussteigen. Und warten, bis die Person hier zurückkommt. Also es lohnt jetzt nicht, hier einzubrechen direkt. Das müssen wir machen, wenn der wieder runtergegangen ist. Wir haben hier wieder 2 Entriegelungsmöglichkeiten. Ich glaube, da würde ich auch eher mit der Brechstange rangehen, weil das schneller geht. Erstmal in den Schreibtisch dann reingucken. Ich meine, man könnte sich hier hinter verstecken, ne? Wartet mal, wir speichern mal. Geh doch mal bitte rein. Ach, die ist auch verschlossen, die Tür. Ja gut, dann muss ich ja sowieso mit der Brechstange arbeiten. Das wird ja nicht anders gehen. Wir bleiben mal hier versteckt. Warten, bis er rausgeht und dann arbeiten wir mit der Brechstange. Da muss es schnell gehen, ne? Also wie gesagt, das geht nur mit der Brechstange, wenn ich alles aufmachen will. Die Öllampe lassen wir an, dass er das nicht bemerkt hier, wenn er dann hochkommt. Das wird er sonst sicherlich mitbekommen. Das war knapp. Das hätte er fast gehört. Aber dann sind die Geräusche wirklich nur ebenenbasiert, weil er war hier schon ein bisschen die Treppe runter und hat das nicht mehr mitbekommen. Ja, normalerweise würde man das vermutlich schon hören, aber naja, for the sake of gameplay, sage ich mal, ist das wohl nicht der Fall. Keine Sachen im Schreibtisch drin. Aschehäufchen nehmen wir mal mit und jetzt geht's rund hier. Das Schloss ist verriegelt. Wahrscheinlich wird er das dann bemerken, wenn er hochkommt. Nein, reingucken. Oh. Kleidung 14.
Ja, das ist okay. Das ist es mir nicht wert, glaube ich. Ich hoffe, ich schaffe das jetzt noch. Nein, schaffe ich nicht mehr, abbrechen. Uff, das war knapp. Oh, der wird uns sogar hier erkennen, obwohl wir hier versteckt sind. Ja gut, wir sind natürlich trotzdem sichtbar. Aber so schlecht sichtbar, dass er es jetzt nicht gesehen hatte. Ach, hier unten ist das, genau. In der tieferen Ebene läuft er noch rum. Puh, nochmal Glück gehabt. Was ist das hier? Der gelöschte Kerzenleuchter, den lassen wir auch so. Also ihr merkt, das ist alles nicht ohne Risiko hier. Aber wir nehmen uns die Zeit. Wir haben jetzt schon fast das zusammen, was wir für das Hauptziel brauchen. Ich bin mir nicht sicher, warum hier verwandte Aufgaben gelber Umschlag steht. Was sich dahinter verbirgt, das wissen wir nicht so richtig. Vielleicht ist das etwas, was wir in den Slums mit jemandem besprechen müssen, wie Karl oder so, dass wir da was rausgefunden haben, könnte ich mir vorstellen. So, wir sind jetzt mal ganz sneaky hier. Dass die Tür aufgebrochen wurde, hat er nicht bemerkt. Naja, gut. Das nennt man in Fiktion Suspension of Disbelief. Wird natürlich schon auffallen eigentlich, aber in diesem Fall nicht. Ein Ring. Eine Brille. Oh Gott, habe ich mich erschreckt. Ja, das war die Aufgabe, die wir erfüllt haben. Wir haben hier oben erstmal alles geschafft. Wir müssten jetzt nach unten gehen, sobald... Wir könnten ja mal hier durchgucken, ne? Bevor wir jetzt einfach so stur da reinrennen, ohne dass wir was wissen, können wir zumindest hier unten schon mal reingucken. Hier ist auch noch jemand. Guck mal, ein Bürger, der hier rumläuft. Und der geht jetzt hier aufs Klo, wie es aussieht. Okay. Also muss man auch das berücksichtigen, wenn man hier unten hingeht. Das ist nicht einfach. Also hier, das ist schwieriges Gelände. Hier müsste man mal schauen, dass man sich versteckt. Allerdings muss man hier auch einbrechen in den Raum. Dann würde ich fast sagen, dass wir hier mit der Brechstange aber einsteigen. Und zwar dann, wenn er da liegt, dann ist er nämlich nicht im Hörradius drin. Ich hoffe, dass jetzt der Typ nicht gerade runterkommt in dem Moment. Sonst müssen wir wieder abbrechen. Aber es sieht gut aus. Werkzeug ist nicht kaputt wegen Fabrikarbeiter. Okay. Um die Sichtbarkeit zu reduzieren, kann sich Jack in kleinen Unterständen verstecken. Sie müssen sich einem geeigneten Objekt, zum Beispiel einer Kiste oder einem großen Möbelstück nähern und Jack wird sich selbst verstecken. Genau. Das ist also keine... Nicht alle Charaktere stellen eine Gefahr für Jack dar. Manche sprechen vielleicht mit Jack. Solche Zeichen haben kein Sichtfeld. Ja, genau. Die zum Beispiel haben es. Was haben wir hier noch? Konserven nehmen wir mal mit. Die kann man ja gebrauchen. Wobei ich sagen muss, wir haben jetzt schon ungefähr die Hälfte unseres Gewichtslimits hier. Mehr soll es dann auch nicht mehr werden. Ja, man kann auf einige Sachen klettern. Er da oben, er nimmt sich hier was aus dem Schrank und geht dann wieder nach oben. Hier noch ein Hackbeil, das man mitgehen lassen kann. Die Frage ist wirklich, was hier Wertvolles drin ist. Hier ist der Kleiderschrank bei ihm. Da muss man aber wirklich ganz schnell sein, wenn man da... Ob sich das lohnt, hier für den einen Kleiderschrank da reinzugehen, das habe ich nicht... Da bin ich nicht von überzeugt, liebe Leute. Und auch hier verdorbenes Fleisch. In welche Öfen, da kann was drin sein. Das Hackebeil ist halt ganz nett. Aber das würde man natürlich sehen, wenn das weg ist. Das würde der Charakter vermutlich bemerken, wenn der hier unten reinläuft. Bin mir nicht sicher, ob das überhaupt lohnenswert ist, hier unten in die Küche einzubrechen. Ich habe das Gefühl, das ist nicht lohnenswert. Meine Güte, muss der häufig kacken. Und dann auch immer so schnell fertig. Der kann doch nur... Der so eine schwache Blase, das gibt's ja gar nicht hier.
Na gut, ich würde vorschlagen, wir gehen raus und widmen uns anderen Gebäuden. Das müsste ja für unser zusätzliches Ziel trotzdem schon gelten, weil wir hier eingebrochen sind in das Haus insgesamt. Also ich glaube nicht, dass wir hier unbedingt... Ja, verdorbenes Gemüse, für sowas müssen wir uns doch keine Mühe machen. Das Fett allerdings, das wäre natürlich interessant. Da müssten jetzt die Abstände der Laufgeschichten hier genau passen. Gucken wir mal, er geht jetzt hier auf seine Toilettenposition. Müsste das, ja, lohnt sich das Aufbrechen für das ausgeschmolzene Fett? Ich glaube, nein, das mache ich nicht. Das ist mir zu below. Ich habe hier eingebrochen oder bin hier eingebrochen, das ist okay. Aber ich muss jetzt hier nicht jeden einzelnen für, auf gut Deutsch gesagt, $2,50 beklauen. So schlimm ist es auch nicht. So, man kann auch hier... Was für ein Gestank hier drin, hier kann einem übel werden, ja. Es ist hier so ein Dunst. Sichtbar. Also man kann hier oben einbrechen auf jeden Fall, das sollten wir uns überlegen. Was ist das hier? Sind das hier Ketten? Wurde der hier irgendwie gefangen gehalten? Man weiß es nicht so richtig. So, man kann hier in den Lastwagen einbrechen. Ich denke, auch da gehen wir mal über die Brechstange dran. Hier ist ja niemand, den das großartig interessieren würde. Genau, auf Kisten oder Pipelines können wir draufklettern. Wir wissen schon, dass wir in dieses Gebäude auf jeden Fall reinkommen. Hier haben wir zweimal Metallschrott, sehr gut. Oh, Maschinenöl, das ist richtig wertvoll. 3 Konserven und Lederhandschuhe für 03. Okay, nehmen wir mal alles mit. Jetzt sind wir natürlich schon ziemlich schwer beladen hier. Also diese Jacke hier ist im Vergleich sehr, sehr schwer. Die werde ich mal liegen lassen. Da werden wir schon mal ein bisschen was weglegen von. Das ist es aber auf jeden Fall wert für 30. Die wiegen nix. Genau, die Pfeife habe ich mir noch gar nicht angeguckt. Damit kann man Charaktere ablenken. Jack zieht die Aufmerksamkeit anderer Personen in einem Umkreis von 12 Metern für lange Zeit auf sich. Nach Beendigung des Raubes kann er wiederverwendet werden. Also da könnte man Leute dann auch ablenken. Gut, wir haben ja gesagt, für dieses Haus hier drüben wollten wir das sowieso nicht. Das ist uns einfach ein zu großes Risiko. Felicia! Ach, guck mal, das ist die Felicia von dem Umschlag. Ah, deswegen verwandte Aufgaben, die kann man wahrscheinlich ansprechen. Jetzt müsste man nur wissen... ...wo man sie am besten abpassen kann. Die läuft jetzt hier hinten irgendwo lang. Da könnte man sie vielleicht irgendwo hier drüben anlabern, wenn hier der Streifenpolizist gerade nicht da ist. Das gucken wir uns später noch an, liebe Leute. Lasst uns erstmal hier ins nächste Gebäude einsteigen. Und wir könnten mal einen Blick auf die Karte werfen. Also, wir waren jetzt in zwei dieser Gebäude drin. Das ist das dritte. Hier kommt man, glaube ich, nicht rein. Das sind wahrscheinlich hier die grauschraffierten. Und dann haben wir noch hier ein kleines und das da. Größer ist die Karte hier gar nicht. Okay. Das ist ja doch relativ überschaubar. Wir gucken erstmal hier ins Fenster rein. Das ist immer der obligatorische Blick. Und wir sehen... Tja, da kommt nämlich gerade Obdachloser rein, der uns bemerken und der was alarmieren würde. Oh, das ist gar nicht so einfach. Hier oben hat er Wodka liegen. Der läuft jetzt tatsächlich da rein und dann kommt er wahrscheinlich wieder zurück in seine... in den anderen Raum. Oh. Aber der geht immer in die Runde. Die Frage ist, wie lange bleibt er wo stehen?
Habt ihr das bei den Schuhen gesehen? Da wird sogar angezeigt, wie lange er sich an diesen Positionen jeweils aufhält. Da geht dann quasi so eine Rundanzeige runter, bis er da. Das ist das Aktuelle, das ist dann dick markiert. Und diese dicke Schraffur wird jetzt abgezogen, bis nichts mehr da ist. Und dann wissen wir, dass er weiterzieht. Also der ist hier konstant unterwegs. Ich glaube auch nicht, dass es Sinn macht, einen Obdachlosen hier auszurauben, muss ich mal ganz ehrlich sagen. Na, hier seht ihr das, das wird wieder runtergezogen, bis er dann fertig ist. Also ein Taschendiebstahl ist da auch schon fast unmöglich, glaube ich, bei ihm. Die Frage ist natürlich jetzt, ja, das würde bis hierhin gehen. Ich glaube, es reicht so gerade, um hier das Ding aufzubrechen. Und dann wird er gleich weitergehen. Genau. Okay. Also so könnte man ihm aus dem Weg gehen. Er läuft immer in die eine Richtung. Wenn sie mich an die Front rufen, werde ich gehen, aber ich will noch nicht. Bist du denn überhaupt noch geeignet, irgendwo an die Front zu gehen? Ach, hier unten kommt man gar nicht runter. Gut, wir steigen jetzt mal ein und holen uns hier seinen Wodka raus. Mehr hat er sowieso nicht hier drin. Und hauen gleich wieder ab. Ich würde sagen, das reicht uns schon. Ich habe nicht das Gefühl, dass sich hier noch irgendwelche Reichtümer verborgen haben. Wie gesagt, ich möchte das zusätzliche Ziel schon irgendwie erreichen. Hier oben ist eine Gasmaske. Aber ich wüsste nicht, wie ich hier oben raufkomme. Ich hätte höchstens die Idee, dass man von hier runterkommt. Ach so, doch. Was war das? Bin ich von irgendwem gesehen worden? Ach, er hat entdeckt, dass sein Wodka weg ist. Deswegen haben wir hier 1% Raumalarm. Raubalarm, nicht Raumalarm. So. Na los, geh. Ah nein, das Schloss ist verriegelt. Nicht wirklich, ne? Das ist ja fies. Man kommt hier nicht durch, ohne aufzubrechen. Oh, das ist ja kacke. Oh, das ist ja richtig kacke. Ich dachte gerade, ich könnte über dieses Fenster hier schön auf dieses Gebäude drauf, um hier oben auch nochmal zu looten. Aber stelle dann fest, dass es die Mühe möglicherweise gar nicht wert ist. Wisst ihr was, liebe Leute? Das muss ich mir nochmal durch den Kopf gehen lassen. Ich habe nochmal gespeichert und werde die Folge an dieser Stelle beenden. Also da muss ich nochmal gucken, ob sich das wirklich lohnt. Ich meine, gut, für eine Gasmaske. Die Felicia ist auch hier unten. Ich glaube, man kann auch hier runter dann. Dann hat man eine Abkürzung genommen nach hier drüben. Muss ich mir alles mal durch den Kopf gehen lassen. Das schauen wir uns beim nächsten Mal an, liebe Leute. Also, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Euer Tastenhauer sagt ciao, ciao.